ist Fabio Signer. Ich bin der Präsident des Emotion Wind Orchester. Am Anfang des Orchesters ist eine Projektidee gestanden. Und im Juli 2014 haben wir dann zusammen mit dem Karl Schwetz, der Raffaella Hug und dem Armin Felber das Orchester gegründet. Unsere Vision ist es, mit Musikanten aus der ganzen Region Ostschweiz zusammen wegweisende Projekte durchzuführen in der Bluesmusikszene. Sehr gut. Mein Name ist Helmut Huboff, ich bin Dirigent und bin von Fabio Signer bzw. Von der Organisation von Emotion Winds angefragt worden, dieses Projekt zu leiten. Ich habe mich sehr natürlich gefreut, weil ich auch sonst sehr viele Projekte leite und mit Projektorchester arbeite. Unser Hauptwerk ist Lord of the Rings. Lord of the Rings wird dann untermalt mit Bildern. Dafür haben wir auch ein Team, wo sich diesbezüglich sehr, sehr gut vorbereitet hat. Und ich freue mich mit verschiedenen Musikern natürlich, die ich zum Teil kenne, zum Teil nicht kenne, auf dieses Ziel, mit drei Konzerten hinzuarbeiten. Und ich denke, es wird für alle, für mich, für die Musiker, hoffe, bin sicher auch, dass es ein toller Erfolg wird. Mein Name ist Roland Fetsch, ich spiele Bassklarinett im Emotion Wind Orchestra. Mich fasziniert die ganze Geschichte von Herr der Ringe. Schon als Kind habe ich den Hobbit gelesen und dann auch Bücher Herr der Ringe. Und als ich gehört habe, dass in der Ostschweiz so ein Projekt lanciert wird mit dem Hauptwerk, The Lord of the Rings, habe ich gesagt, da musst du mitmachen. Das ist genial. Mich hat auch sehr überzeugt, wie das Projektteam das Ganze aufgleiset. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, auf Jenins, ins Greisinger Museum, zu schauen. Das ist die weltgrösste Sammlung, die mit Mittelerde und dem Tolkien im Werk zu tun hat. Für mich als Fan sehr spannend, wenn er dort alles sich angeeignet hat und zusammengekauft und gebaut hat. Und daraus haben wir dann die Bilder genommen, wo wir dann bei Lord of the Rings, wenn wir das Werk aufführen, werden dazu einspielen. Da gibt es sicher ganz eine tolle Sache. Kommen Sie hören. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie an unser Konzert, kommen Sie hören. Ein neues Klangerlebnis mit rund 70 Musikanten, wo wir hier an diesen drei Konzerten werden zum Besten geben. Wir freuen uns auf viele Gäste, die uns hier auf dieser Reise durch die Geschichte Lord of the Rings begleiten werden.